So, ahoi meine Lieben, Sid Kassier, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Röcki und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht hier nochmal den ganzen Text nochmal, doch wir müssen den ganzen Text nochmal lesen. Ich hatte gehofft, er hätte das Gespräch abgespeichert. Was ist das für ein Ort, diese Musik, sie ruft sich. Das Forstegrim, mein kleiner Bruder, seit Ewigkeiten hat gegen Kinder und was singen. La la la, lieber nicht. Ja. Noten meines Liedes, abhängig von der Mehl, kann es nähren oder zerstören. Mit deiner Musik kannst du das Wasser kontrollieren. Wow, in der Tat, hast du ein Instrument? Nein, du hast bestimmt eine Opfergabe. Achso, Opfergabe. Das musst du mir mal noch aufschreiben. Opfergabe. Wie heißt der Ding hier? Das ist so ein Fossegrim, so ein Wassergeist. Wassergeist, Fossegrim. So, ja, die letzte Folge, die vorgestern lief, habe ich gestern aufgenommen. Heute ist also wieder neue Aufnahme. Auf dem Teich, das haben wir schon gelesen. Ich kann sie erreichen, aber dafür brauche ich den Stab mit dem Wolfskopf. Genau. Danke. Ach so. Und? Braucht ihr irgendwas zu essen vielleicht? Warte mal. Wir gucken jetzt mal noch ins Journal. Weiter oben auf dem Berg habe ich eine seltsame Kreatur namens Fossegrim in einem Becken gefunden. Er spielte auf all diesen Seiten wie auf einer riesigen Wasserharfe. Er meinte, Treuhilde von der Brücke hätte vielleicht den Wolfstab, den ich suche. Ah, gut zu lesen. Also wir müssen mal zu Treuhilde. Was denn? Und dann haben wir noch also Treuhilde. Das war die bei der Brücke. Vielleicht Wolfsstab. Okay, so. Alles notiert. So, dann bin ich hier gestern, nämlich wollte ich hier noch rausgehen. Und dann begann ein neuer Film und ich hegte die Hoffnung, er hätte nach dem letzten Film ordnungsgemäß auch abgespeichert. Was für ein Chaos. Wer hat all diese Teller stehen lassen? Was für Teller? Ach, da in den Blasen. Jene, die um meine Gunst baten. Wofür? Für ihr Verlangen, ihre Musik zu meistern. Dass sie sie wie ein Fluss durchströmt, in ihnen aufbrandet, wie Wellen. Manche wollten sogar das Wasser selbst befehligen. Und dafür mussten sie dir nur etwas zu essen bringen? Ihr Instrument. Und etwas zu essen, ja. Wasser kontrollieren? Das kann nicht alles sein. Das hört sich zu einfach an. Dein Verstand ist scharf, Kind. Du möchtest diese Kraft für dich selbst erlangen? Ja. Das hört sich verführerisch an. Dann musst du auch diese durstigen Steine zufriedenstellen. Ihre Kraft wird für eine solche Verzauberung vonnöten sein. Sie zufriedenstellen? Wie? Sie müssen die Kraft der drei Quellen absorbieren. Eine, die groß war, aber jetzt klein ist. Warte. Gleich mal mitschreiben. Die drei Quellen. Mir wird hier langsam ein Zettel voll. Drei Quellen. Erst groß, dann klein. Eine, die rein war, aber jetzt verdorben. Von rein nach verdorben. Und eine, die längst vergessen ist. Tragisches Geheimnis hütet. Vergessen. Tragisches Geheimnis.
So, ist sortiert. Ich warne dich noch einmal, Kind. Wasser ist nicht immer nett. Ich werde mein Bestes geben. So, jetzt gucken wir hier nochmal ins Tagebuch. Neuigkeiten. Fossegrim meint, er könne mir die Fähigkeit verleihen, so gut Musik zu machen, dass ich sogar Wasser zum Tanzen bringen kann. Ich muss nur 3 durstige Steine aufladen, ein Instrument zum Verzauber mitnehmen und ein Speiseopfer da bringen. Das ist ja simpel. Er wies mich an, die durstigen Steine zu den 3 mächtigen Quellen im Wald zu bringen. Er sagte nicht, wo ich die Quellen finden könnte. Aber er hat mir diesen Hinweis hinterlassen. Okay, das steht alles im Journal. Das ist so wichtig, dass da drin steht. Da muss ich mir das also nicht selber merken. Eine, die groß war, aber jetzt klein ist. Eine, die rein war, aber jetzt verdorben ist. Und eine, die ein längst vergessenes, tragisches Geheimnis hütet. Okay. So, jetzt können wir hier erstmal gucken. Hier liegt da noch irgendwas. Das nehmen wir mal mit. Ja, Flussglas. Das kommt gleich ins Tagebuch. Juhu! Ein Flussglas. Sehr gut. Sieht zwar eher aus so ein bisschen wie ein Stein, aber okay. Bist du sicher, dass du nicht in das kühle Wasser springen willst? Hör auf, mich da hineinzulocken. Ich sollte nach diesem Troll suchen. Okay. Ja, was ist denn das Nächste? Vielleicht sollten wir wirklich zu Treuhilde gehen. Das sieht hier aus, als wenn wir durch eine Lavalampe laufen. Dass sie uns vielleicht was helfen kann zum Thema Wolfsstab. Und mehr ist ja hier nicht möglich, ne? Was hatten wir da oben? Achso, da war die Höhle, aber da brauchen wir erst noch irgendwas, womit wir Licht machen können. Okay. Und da hinten kommen wir ja nicht. Ich denke mal, durch die Höhle kommen wir dann da unten hin. Das ist ein seltsamer Ort für einen Widderschädel. Also ich hoffe, dass die Höhle da oben zu der Höhle da unten gehört. So, hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. So, wir können jetzt hier aber ein bisschen abkürzen. So, wohin wollen wir? Wir wollen zu Treuhilde. Achso, warte mal, wir sollten mal... Hey, Baum! Genau, mal wieder mit dem Baum reden. Hey, Mensch! Ich habe über die Wächter nachgedacht. Was passieren könnte, wenn ich sie finde? Ohne sie leidet der Wald sehr. Wir brauchen ihre Stärke, ihre Macht und ihre Weisheit. Ich weiß. Und ich will auch, dass sie das Portal öffnen, aber... Sind sie... freundlich? Werden sie zornig sein, weil ich sie gestört habe? Oder noch schlimmer, werden sie versuchen, mich zu fressen? Es ist unwahrscheinlich, dass du ihren Hunger stillen würdest. Angesichts ihrer schieren Größe. Ich hatte auf eine eindeutigere Antwort als diese gehofft. Okay. Naja, was soll schon schief gehen? So, warte mal, hier können wir ja... Hier gehen wir erstmal raus. So, hier müssen wir vorbei. Und dann gehen wir hier unten zur Treuhilde. Ein winziger Bach. Vielleicht müssen wir hier dann nachher das Wasser in Wallung bringen. So, sie spielt hier immer noch mit ihrer Flöte. Wir reden mal mit ihr. Hilde! Mächtige Tove zurück, um Hilde zu besuchen. Ich suche nach etwas, von dem ich glaube, dass du es hast. Einen Stab.
Du meinst den Wolfi-Stock? Hilde gab ihn treue Hulde, um Raben aus dem Garten zu verscheuchen. Hulde ist Trollschwester, ein Heckentroll, lässt viele Dinge wachsen. Macht guten Tee. Arme Hilde hat keinen guten Tee. Ich werde nachsehen, ob sie den Wolfi-Stock noch hat. Danke, Hilde. Danke, Hilde. Dann mal los. Ab zur Hulde. Na, da, da. So, hier rüber, 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 rüber. Laufen, 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 laufen. Dore. Ja, Sehende? Wie wir sehen, hast du noch keinen Wächter getroffen. Bist du ängstlich? Nein, nicht unbedingt ängstlich. Ich bin einfach nur nervös. Sei versichert, junger Mensch. Eure Wege sind dazu bestimmt, sich zu kreuzen. Okay, danke schön. So, dann gehen wir jetzt den langen Weg hier. Naja, so lang ist er auch nicht. Also hier bloß einmal rüberrennen und dann sind wir ja schon da drüben. Aber dieses Kreisdings hier ist auch irgendwie eigenartig. Da müssen wir bestimmt auch noch irgendwas machen. So. Und die Hulde wohnt ja direkt hier. Hallo. Hey, Treuhulde. Willkommen zurück, Treufreundin Tove. Was ist los? Du wirkst bedrückt. Ich suche nach etwas, was Treuhilde dir gegeben hat. Ein Stab, sie nannte es. Wolfi-Stock, ja, haha. Hat Raben eine Zeit lang vertrieben. Hat nicht mehr funktioniert, war zu hübsch. Habe ihn in den alten Teich geworfen. Oh, Alter. Welcher Teich? Wie komme ich da hin? Er war dir wichtig. Ich werde dir helfen. Schließlich habe ich ihn verloren. Komm, Treufreundin Tove. Okay. Oh. Er liegt in dieser Richtung. Vorbei an dieser riesigen stacheligen Grube? Dann. Oh ja, die stacheligste Waldgrube. Wie kommt man über sie drüber? Hulde springt hinein. Viele Stacheln in Treuhaut zu haben, ist Zeichen von Trollmacht. Das erklärt so einiges. Ich möchte aber nicht aufgespießt werden. Ja, du bist mächtig im Geist. Zarte Körper wie eine penetrante Blume. Danke, glaube ich. Schön. Ah, sie legt den Baum um, alles klar. So. Das ist viel besser. So, dann kann ich hier den kranken Baum mal durchstreichen. Das hat nämlich die Treuhulde dann für uns schon erledigt. Lebe wohl, Treufreundin Tove. Danke, Hulde. Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt hier weiter. Yippie, wir nehmen hier einfach den Weg über den Baum. Sehr schön. Okay. Wow, was ist das für ein wunderbarer Geruch? Was hängt denn hier vorne an dem Baum? Quallen oder was? Blumen vielleicht? Es riecht so gut. Dieser Duft ist wirklich entspannend. Hier sind erstmal wieder so ein paar Raben, die wir verscheuchen können. Weg mit euch. Okay, das ist der Teich, den sie benutzt hat.
wir nehmen erstmal hier den durch und schnibbeln hier erstmal den Baum frei. Ja, das mache ich. Yippie! So, das ist besser, oder? Was für ein schrecklich tiefer Schlaf. Ich habe mich vor einer Meute wütender Raben versteckt und muss eingeschlafen sein. Hier sieht jedenfalls alles kleiner aus. Ich glaube, es war nicht nur ein kurzes Nickerchen. Der große Mutterbaum hat mich geschickt, um dich zu finden. Oh. Ja, du hast recht. Wir sind nicht mehr miteinander verbunden. Es ist gleich geschafft. Ich kann die Wurzelwege spüren. Ja, wunderbar. Und da haben wir da die nächste Verbindung hergestellt. So, wir sind wieder verbunden. Ich danke dir, dass du mich aufgeweckt hast, Kind. Unsere Wurzelwege stehen dir zur Verfügung. Danke. Ja, wunderbar. Und damit haben wir wieder einen. So, wir können mal kurz hier noch auf die Karte gucken. Okay. Dieses Kartenfeld haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Ja, dann gucken wir erstmal, was haben wir hier noch. Wir haben hier noch den See. Oh, riechen etwa diese Lilie? Schlaflilie, ja. Was auch immer das für ein Geruch ist. Er macht mich richtig schläfrig. Das ist eine Schlaflilie. Das ist garantiert eine Schlaflilie. Komm, mitnehmen. Diese Lilien sehen so vertraut aus. Vielleicht sind das die Schlaflilien aus dem Rezeptbuch? Jawoll! Oh, nicht gut. Ein Nocken, ein Nocken. Nein, nick, nick, nock. Ein Nocken. Lau, ja, was ist das? Was ist jetzt los? Wir haben doch bloß einen Nocken gewonnen. Wer ist denn jetzt Röker? Warte mal, das ist die Alte da, ne? Es funktioniert. Dieser Junge ist etwas Besonderes. Okay. Oh oh. Das Ritual verlangt noch mehr von meiner Kraft. Wir müssen fortfahren. Röki? Es tut mir leid, dass du Schmerzen hast, mein Röki. Mich schmerzt es genauso. Wahrscheinlich mehr als sie, ne? Aber es ist die einzige Möglichkeit, dir das Leben zu geben, das du verdienst. Entschuldigung. Es ist meine Schuld, dass du so bist, wie du bist. Es ist meine Schuld, dass du gefürchtet und gemieden wirst. Du musst es dreimal sagen. Die Menschen akzeptieren nur ihresgleichen. Dadurch wirst du wieder einer von ihnen. Was? Du wirst niemals meine Bürde tragen. Egal wie hoch der Preis ist, für mich oder jeden anderen. Was geht hier vor sich? Etwas Unerwartetes, etwas Wunderbares. Kämpfe nicht dagegen an. Oh Mann, ey. Du weißt, dass es besser so ist, Röki. Okay, die macht ja irgendein Ritual und versucht ihren Röki in den Jungen zu verwandeln oder so. Oh, jetzt kommt noch so ein Rabe da. Gut, erzähl mir von dem Mädchen. Kra, kra, rechts, kra. Die Nocken?
Eine traurige Kreatur, die ein trauriges Ende bereiten wird. Jetzt wird sie eine ihrer versunkenen Schätze. Kra, rechts, kra. Der Stab? Woher weiß sie davon? Kra, rechts, kra. Oh. Trolle? Und das Mädchen ist immer noch am Leben? Sie sucht nach ihrem Bruder. Tove. Tove kommt. Sie kommt, um mich nach Hause zu bringen. Niemand wird kommen, Junge. Dein Schicksal erfüllt sich hier mit uns. Diesmal werden wir nicht versagen. Diesmal? Diesmal? Oh oh, das sieht alles nicht so gut aus. Oh. Oh oh. Soweit war das Ritual noch nie fortgeschritten. Wie schön für dich. Ich war nicht darauf vorbereitet, welchen Tribut mein Körper dafür bezahlen muss. Au, schnief. Sei jetzt still, Röcki. Es wird alles gut. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Schnief. Röcki? Röcki, alles in Ordnung mit dir, alter Kumpel? Hä? Was ist mit deiner Hand los? Oh. Kann ich mal sehen? Au! Was ist Fingernagel eingerissen? Splitter oder was? Nochmal? Oder? Ich kann ihn rausziehen, wenn du willst. Grau! Achso, die Alte schläft ja jetzt, ne? Au, ein Eissplitter. Ah, ja, die sind gefährlich. Die schmelzen auch nicht. Meine Schwester zieht die immer raus. Ja, ja. Oh Mann, ey, sieh zu hier, wir überziehen. Und jetzt aber. Das könnte ein wenig... Und weg ist er. Ja, ist schön, wenn der Schmerz auch wiederkommt, ne? Aber dann alles besser. Röcki, ich fühle mich nicht so gut. Was wird mit mir passieren? Oh, das dachte ich mir. Nein, ich habe keine Mama. Ich weiß nicht, wie sie war. Aber ich habe eine große Schwester. Sie wird mich finden. Sie findet mich. Immer. Vergiss deine Schwester, Kind. Von hier gibt es kein Zurück mehr. Es mag nur ein geringer Trost sein, aber du bist wirklich etwas Besonderes. Du hast schon viel länger durchgehalten als die anderen. Wie viele? Oh je. Ich werde fast traurig sein, dich gehen zu sehen. Dein Leben ist ein großes Geschenk für uns. Entschuldigung. Aber es ist so, wie es sein muss. Wir müssen die Dunkelheit nähren, um unser Ritual fortzusetzen. Oh.
welche Kraft auch noch in mir ist, sie durchströmt mich jetzt. Okay, sie macht wieder ein bisschen Laser. Alter, ist alles ein bisschen komisch. So, und was ist jetzt mit Tove? Nachdem wir diesen Nockentypen hier... Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich bin am Leben. Ich kann es kaum glauben. Ich bin zwar gefesselt, aber immer noch in einem Stück, glaube ich. Ich muss mich irgendwie befreien. Yeah. Ja, und wie wir das machen? Leute, das müssen wir uns dann in der nächsten Folge einfallen lassen. Für heute danke ich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.